So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sind in der 5. Folge und ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht, aber ja, bevor ein paar Stunden Stream losgeht, kommt natürlich heute noch Harry Schlotter. Harry Schnodder, genau. So, wir haben im letzten Part erfahren, es gibt eine Map jetzt hier. Wow, wie geil! Und wir können jetzt rausfinden, wo es lang geht, aber ich glaube, ich weiß das auch so noch. Von daher, alles easy peasy. Dum, dum, dum. So, hier ist wieder der Arsch von dem Vogel. Hier ist mein Arsch fassen. Erstmal Prostata-Untersuchung. Nope, don't do this. I don't want this. So, hier gibst du schon wieder auf massive Kacke abzugrabbeln, aber ich will jetzt erstmal hoch in meine, in my school room. Nee, in mein Wohnhaus. Die Mucke hier ist sehr viel anders als früher. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, weil die ist sehr schrill. Gefällt mir generell, ich hab nicht gegen schrille Musik, aber der Ton ist sehr schrill und it nerves a little bit. So, hier. Grab mal Pfötchen, gib mir Pfote, Kumpel. Geil, eine Karte, weil ich Pfoten gegriffen habe. Das zeigt einem das Spiel, dass man höflich sein soll. Man kann da durchgucken. Wow, was für ein Fortschritt für den Game Boy Advance. Game Boy Color. So. So, hier geht's jetzt rein und hi, fette Dame. Da wären wir also wieder bei den Gryffindors. Hallo Harry, hallo Ron, ich freue mich, euch wiederzusehen. Wir sind froh, dass wir wieder hier sind. Können wir reinkommen? Ohne Passwort lasse ich euch nicht durch. Aber wir kennen das Passwort nicht. Rate doch einfach mal drauf los. Pudding, Gabel, Butterpolitur, Fischpfeife. Vielleicht solltet ihr erstmal mit Verkehrszünder probieren. Oh, Hermine, die Besserwisserin. Hermine, du hast also davon schon gehört. Jemand meinte, ihr seid rausgeflogen, weil ihr ein fliegendes Auto geschrottet habt. Ja, so ähnlich. Das stimmt, aber wir sind nicht rausgeflogen. Kannst du uns jetzt bitte das neue Passwort sagen? Wir sind wirklich geschafft. Bartvogel. Bartfrasse. Bartfresse. Genau. Das ist Bartfrasse. Okay, den Insider werden wahrscheinlich nur ein paar verstehen. Oh, was für ein Tag. Ich muss mich hinlegen, sonst schlafe ich noch im Stehen ein. Ich muss auch ins Bett. Schließlich muss ich morgen im Unterricht fit sein. Na, gute Nacht, Harry. Schlaf gut, Harry. Ron verlässt die Gruppe. Du. Fail. Jetzt bin ich traurig verloren. So, erstmal die ganzen Häuser hier, die ganzen Ecken abgrabben, ne? Soll ich mal ins Feuer gucken? Ist hier eine Karte? Hallo, Karte? Pff, oh, heiß, 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 oh. Soll ich hier mal in die Sofaritzen rinkicken? Ih, nur eklige Popel. Ih, nur hier ein alter Hotdog. Nee, alles eklig. Das will ich alles nicht. So, hier war früher mal eine Kiste zum Greifen. Kürbispastete und hier darf man ja nicht rein. Ich kann da nicht reingehen. Da geht's zum Mädchenschlafsaal. Hm, Harry, du Schlawiner. So. Aber wir sind alle in der 2. Klasse, da war das noch alles harmlos. Da war Harry noch nicht so notgeil. So, jetzt gucken wir mal hier. Hey, fremde Leute, habt ihr in euren Kisten was Interessantes drinne? Nö, ist ja langweilig. Hallo. Kistengräben. Hallo Harry, dein Bett steht am anderen Ende des Zimmers. Am anderen Ende, Alter. Tut so, als wenn es 10 Kilometer weit entfernt ist. So, hier ist nothing. Hier ist doch bestimmt Neville Longbottom, ne? Oder? Ist er das? Ich weiß es nicht. Der sieht irgendwie nicht so aus. Der sieht zu cool aus für den. Ich brauche fürs Schlaf, Harry. Bis morgen, Mann. Okay, Nacht. Schnarchnase. Okay. Du hast Gryffindor gefunden. Du kannst dir im Sammlerverein eine neue Kartenkombination abholen. Wunderschön. Die Time goes on. Leg besser einen Zahn zu, Harry. Der Kräuterkundeunterricht fängt bald an. Okay, wir sehen uns da draußen bei den Gewächshäusern. Wieso? Boah, früher konnte man sich den Unterricht aussuchen, Mann. Wie fies. Okay, gut. Vielleicht sind die noch Schwierigkeitsgrad sortiert. Vielleicht muss man ja überall kämpfen. It could be, maybe. Schaltet das vor unwahrscheinlich, ne? So, gibt's hier auch noch die schönen Geheimgänge von früher? Der sieht aus, als hätte er einen Bart. Guck das ihn an. Er hat einen Dreieck im Bart. Mir wäre es ja lieber, wenn die Informationen über Pflanzen einfach nur nachlesen würden. So, Hogwarts, Keller. Kann ich mich da hinbiegen? Nö, das wäre voll geil. Die bewegt ihre Augen. Wie fett. Wie cool ist das denn? So, irgendwo gibt es doch noch diese Geheimgänge, ne? Oh, das hätte ich voll gerne. Ich glaube, im 5. Stock war das immer das Geheimhäuschen, ne? Wo war denn das hier? Im 3.? Ne, wo war denn das? Da war auf der linken Seite irgendwo. Ne, hier nicht.
Ich glaube, hier war das irgendwo im 5. Möchte meinen, haben wir das nicht sogar schon im Part gehört? Oh. Die Bilder bewegen sich jetzt hier alle. Das ist schon fett. Kann man hier irgendwo fighten? Hallo, wer bist du denn? Schnäppchenmarkt, der Ende. Schnäppchenmarkt, der Ende. Willkommen in die Schnäppchenmarkt, der Weasley-Zwillinge. Achso, das sind die Weasley-Zwillinge. Ah, Wiederbelebung. Ja, was macht denn der nun eigentlich? Aber ganz schön teuer hier, wa? Aber ohne teurer ist er. Oh, ein Bonett. Eine Melone. Ich setze mir eine Melone auf den Kopf. Ich habe eine Melone auf dem Kopf. Ich bin kein Döner. So ein Kopftuch. Ich bin nicht islamistisch wegen Religion und... Ach, wir schon. Gebrauchter Umgang. Eine Kuttennutte. Ein Frotti. Ein Frotté. Ein Topf. Hä? Wie viele Wörter? Das sieht aus wie ein Topfhandschuh. Segeltuch. Das sieht aus wie ein Handschuh. Gummi. Handschuh. Fehlen hier mal Wörter? What the fuck? Okay. Lass mal das mal so stehen und gehen einfach mal ganz kurz gucken. Hast du noch was im Schrank? Geile Bild. Da drüben ist ein Zauberer. Yeah. Ihr könnt mich hier so lange wieder in der Schule umkicken. Was ist hier zum Beispiel? Niemand. Hier gibt's Monster. Gleich mal reinkicken. Du. Oh, geile Mucke, Freunde. Erstmal richtig auf die Lautstärkeboxen drücken. Okay, erstmal scannen. Oh, der Ton ist ja mal voll schrill. Den finde ich schlimm. Furzmodus. Oh, 30 Crit. Aber gut, war ein Crit, ne? Okay, erstmal gucken ins Folio Bruzi. Rubinfeuerkrabbe. Ey, die Mucke ist geil. Verwundbar durch Nothing. Resistent aber gegen Rot und Incendio. Gegen Vermilius und Incendio. Kein Spezialangriff. Von den Fidschi-Inseln stammen das Tier mit Juwelen besetztem Panzer. Cool. Ja, geil, Klauen. Okay, du bist also durch Grün verletzbar, ja? Na, dann in dem Fall, friss das! Oh, das macht aber wenig Schaden. Furzmodus. Komm, Harry, das schaffst du, Mann. Los, wer die Minius? Uno! Bam! Okay, zweimal noch. Oh, bam! Oh, der macht aber echt Schaden. Also davon nur ein ist aber echt schon ein harter Gegner. Ah, friss das! Okay, einmal noch, komm schon. Harry, you can do it! Open! Alter, der lässt Feuerfürze ab. Der dreht sich sogar echt rum, bevor er angreift. Wie krank! Wie kacke krank! Oh, er lebt immer noch! Oh, der zieht mir... Alter! Macht doch noch mehr Schaden! Nein! Nein, Harry, los! Flippendo! Uno! Bam! Jawohl, reicht aus. 50 XP und Fettsickel. Aber nicht so fett, wie ich es bräuchte für ein Level-Up. Das heißt, ich bin immer noch genauso gedamaged wie gerade nach dem Kampf und das macht mir Sorgen. Deswegen werde ich mich mal ganz schnell verpieseln und ganz schnell runtergehen. So, kann man hier nicht irgendeinen Geheimeingang nehmen? Warte mal, jetzt gucke ich mir um, ob es hier auch wieder gibt. Das wäre schon mal echt geil. Oh, der Ton bei Game Boy Advance spielen oder bei Game Boy... Ah, hier, guck mal. Wow! Oh, ne, okay, so tief wollte ich ja noch nicht runter. Oh, einmal richtig hochgetrabbelt. So, hier ist ohne sowas. Hier ist noch ein bisschen Allgeschmackbohnen. Ewig aus dem Schrank geholt. Die sind wahrscheinlich schon so ekelhaft, dass sie schon nach Buch schmecken. Die haben ihren Geschmack geändert. Ich finde das sowieso krank. Stell dich mal vor, Allbohnengeschmack. Wisst ihr, wie viel Geschmack es gibt, Alter? Ich kann doch alles erwischen. Euch kann Kotze, euch kann Scheiße, euch kann... Ich will es nicht aussprechen erwischen. Ah, oh Gott, ihr wisst, was ich meine. So, hier ist noch mehr zum Upgrabben. Hier haben wir hier Schränke. Wo ist mal Sickeln drin? Geld könnt ihr brauchen. Ich habe ganz schön viel Knete verballert im letzten Part. Aber na gut, ist egal. So, wir sind, glaube ich, hier in Stock 5. Kann das sein? Mal hier in deiner Karte gucken. Wir sind jetzt in... Stock 5. Gut, dann werde ich mal in die Hause von der Spieler gehen und hole mir meine Kombination von der Karte. Das wäre very good. Bam! Bam, bam. So, Kackspacken, ey, komm her. Hier, deine neue Kartenkombination, Harry. Viel Spaß damit. Angriffskombi. Was ist hier drin? Verschlossen. Ah, das sind die Truhen, die man nur öffnen kann, wenn man von allen, wenn man 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gibt's so viele Kartenspiele, ist mir neu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tatsächlich.
Scheiße! Ihr kriegt doch die alle komplett, Alter! What the fuck? No, don't do this to me! Okay, gut. Wir haben erstmal eine neue Kartenkombi erhalten. Können gleich mal kicken, was das Feine ist, ne? Hier im Folio Triplicus. Ah, hier. Alter Ego. Verwandelt ein Monster in eine andere Kreatur. Oh, das kann aber gefährlich sein. Der Tanz der Flammen hatte ich schon. Was ist das hier? Explosionsfluch! Fügt dem Gegner erheblichen Schaden zu, aber Vorsicht. Auch die Gruppe selbst kann geschädigt werden. Das ist weniger cool. Harrys Kraft wird Runde vorne aufgeladen. Das ist echt cool. Drohne. Ein ohrenbetäubender Lärm schlägt einen Gegner in die Flucht. Was das hier für geile Sachen gibt, Alter. Nein! Ich wollte da nicht nochmal rein. So, jetzt muss ich einen anderen Ausgang finden. Ich glaube, ich laufe nochmal einmal runter und nehme mal den von früher, weil es scheint, ich möchte mich erinnern, dass das wirklich ein Gang-Shortcut zum Dingen war, zum Kerker. Ich möchte meinen im dritten zum Beispiel. Gibt es einen Shortcut? Warte, hier, nein. So, wo waren denn die komischen Vögel? Bin ich schon vorbeigelaufen dran, wa? Nee, ist das nicht Hermine hier? Nee. In Kräuterkunde renähe ich mir jedes Mal meine Fingernägel. You've got some bad worries. Those first world problems, that's not good. So, hier noch ein bisschen was abgegrast. So, dann swoodeln wir mal ein bisschen hier im Speedrun. Hier oben kann man auch irgendwo durchslitschen. Irgendwo ging das. Na ja, gut, egal, nicht. Anscheinend nicht hier. Na gut, dann gehen wir mal hier. Gehen wir hier runter. Ah, hier sind die komischen Vögel. Durch irgendeinen Vogel kann man durch. Ganz da oben, glaube ich. Nicht durch den Arsch kriechen? War das nicht irgendwie so? Oder war das hier? Irgendwo ging das. Ich weiß das. Mann, scheiße. Warum geht denn das hier nicht mehr? Unten? Nee. Hä? What the fuck? Hier ist die Heilerin, oder? Oha. Aber nicht nur. Nee, hier ist gar keine Heilerin. Hier ist Mr. Flitwicks Klassenzimmer. Wingardium Leviosa. Genau. Aber noch nicht jetzt. Außerdem kennen wir den ja schon eigentlich, theoretisch. Aus dem ersten Schuljahr. Aber Harry hat natürlich alles vergessen, weil er dumm ist und nicht gelernt hat. Du böser Junge, du kriegst frei auf den Popo. So. Gehen wir hier mal weiter runter. Also, mir fehlt ja eh eine große Shortcut von früher. Der ging von oben nach unten innerhalb von kürzester Zeit, ey, das war so genial immer. Aber frag mich nicht, wo das war. Ah, ich werde es schon rausfinden. So. Gehen wir erstmal zum Kräuterkundeunterricht, ey. Du Kunde, Alter. Ey, kann man hier wieder die Punkte gucken? Hat? Griffen da die meisten Hauspunkte. Okay, mehr kann man anscheinend nicht mehr gucken, schade. Das war mal cool mit den Punkten. So, das war ja irgendwo links, ist das immer noch so? So, früher gab es mal in den Büschen hier was man einsnacken konnte. Jetzt nicht mehr, schade. Also, im zweiten Teil war das mit den Alraunen, ne? Hier sind ja auch Gegner, wie scheiße. Okay, wisst ihr, Leute, bevor ich mir jetzt hier... eiskalt krepiere, werde ich mir jetzt echt mal mit Süßigkeiten hier... Ja, erstmal schön vollfressen. 15 KP ist ja auch schon mal was. So, schon besser. Ja, auf jeden Fall. 104 Punkte schwer besser. Und jetzt ehrlich, das hat gerade echt Schaden gemacht, gegen die Dreckskröte da zu kämpfen. Und hat noch nicht so viel MP, um jetzt hier dauerhaft kämpfen zu können. So, hier sitzen sie alle schon. Da werde ich mich mal dazu mischen. Genau, ich wusste das hier mit den Alraunen. Oh, das ist voll übel. Heute werden wir uns mit der Alraune befassen. Wer kann mir die wichtigste Eigenschaft der Alraune nennen? Na, die kann doch irgendwie entsteinern. War das nicht irgendwie so? Die Alraune ist eine mächtige Rückverwandlerin. Sie wird verwendet, um Verwandelte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Glänzend. Und wer kann mir sagen, was an der Alraune so gefährlich ist? Ja, Miss Granger. Die meldet sich irgendwie immer, oder? Der Schrei der Alraune ist tödlich für jeden, der ihn hört. Genau, frische Alraunen haben eine menschenähnliche Wurzel, der es gar nicht gefällt, wenn man sie aus dem warmen, feuchten Boden zieht. Diese sind noch Setzlinge. Ihre Schreie können euch also noch nicht umbringen. Sie könnten euch jedoch für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen. Die Töpfe werden allmählich zu klein, deshalb müssen sie die Alraunen umgepflanzt werden. Auf euren Tischen liegen Ohrenschützer. Wenn ihr sie aufsetzt, könnt ihr die Alraunen und auch die anderen Geräusche nicht mehr hören. Außerdem stehen Töpfe mit Alraunen und größere Töpfe zum Umtopfen auf euren Tischen. Zieht an den Ohrenschützer, zieht die Ohrenschützer an, stellt die Töpfe bereit und los geht's. Gibt wieder so ein Minispiel? Das wäre cool. Die finde ich geil bis jetzt, ne? Ich muss euch auch kurz alleine lassen. Ich bin aber gleich bei... Ja, okay. Gut, ich lasse euch mal unbeaufsichtigt mit Sachen, die euch ohnmächtig machen können.
Die Alraun hauen ab! Hey, ich sagte, die Alraun hauen ab! Keiner kann mich hören. Da muss ich mich wohl selbst drum kümmern, bevor sie das Schulgelände verlassen. Muss ich die jetzt etwa bekämpfen? Hier gibt's Monster. Du-lululu. Eine Schlange! Heavy! Scanning muss! Fuß, 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 Fuß. Die Fighting-Mucke ist so geil hier! Wow, Alter! Weird! That's pretty weird. So, erstmal. Warum zum Fick ist denn die Fighting-Mucke so episch? Ihn Flabberwurm. What the fuck? That's really epic. Verwundbar durch. Vermilius, okay. That's what I have for you. Vermilius. Uno. Futtem. Batz, 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 knacks. Oh, 17 Schaden, geil. Boah, 0 Damage, okay, geil. Alter, wenn ich mein Equipment nicht gekauft hätte, Alter, das wäre mal übel geworden. Futtem. Batz, 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 burns. Ja, Mann, du bist richtig down, Mann. Dop, 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 di, dop, 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 do, dop, dop, di, dop, di, du. So, Hallöchen. Noch mehr Monster. Da ist noch eine zum Beispiel. Ey, mein Monster. Give me some monsters. I want to level something. Oh my god. It's a fucking spider. No, please don't go away. Aber erstmal scannen. Autsch, Alter. Wie viel Schaden machen die? Okay, die Spinne geht einigermaßen. Die Fighting Mucke ist geil. Die Violinspinne, verwundbar durch nichts, resistent gegen Verdimilius. Kein Spiel, sondern eine kleine, jedoch äußerst giftige Spinne. Ja, und die macht und... Oh nein. Oh nee, dann würde aber Spezialangriff dastehen. Okay, gut, I see. I get it. Erstmal... Oh, ich habe gar nicht mehr genug Magiepunkte. Scheiße. Auf Peppeltrank! Autsch, Alter, macht die viel Schaden. Das ist richtig übel. Okay, wer die Vermilius? Duo! Futzem! Batz, 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 Crimson! One-Hit KO! So, das war jetzt gerade necessary, um den Schaden zu minimieren hier. So, du bist nur gegen Grün immun, das heißt, ich kann an dir MP sparen, aber ich könnte auch an dir weiterleveln, nicht wahr? Futzem! Batz, 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 Boots! Okay, 10 Schaden ist nicht wirklich viel. Die Gegner sind echt erstaunlich hart, muss man sagen. Bam, 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 Bulls. Ja, das macht auch nicht viel Schaden. Okay, daneben ist gut. Daneben ist schon very good. Yeah. Na, futzem. Boots, 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 bam. Ja, klar, einfach mal daneben geschlagen. Aua, auf. You want you don't kill me. Please don't kill me, fucking bastards. Wuss, 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 wuss. Okay, bitte, beim nächsten Mal muss ich dann mal ein Vermilius Uno reinhauen, weil sonst... Könnte sein, dass das nicht ausreicht und das will ich eigentlich ungern riskieren aktuell. Futter, Bats, 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 Brunson. Oh, wie das einfach nicht ausreicht. Autsch. Ich krepier gleich. Don't do this. Nee, die hebe ich mir auf hier. Normal. Boah, wie er da einfach nur 30 Punkte bringt. Das ist voll wenig. Das ist ja hier in einer Runde fast abgezogen. Wie scheiße. Okay, jetzt normal. Flippendo Uno. Bam. Tschüss, Mann. Boah, ich brauche dringend some Level-Ups. Ja, Level, oh, 19 HP und 3 Magiepunkte. Alter, wie fett. Das ist aber nice. Ja, das ist cool. 38 Magiepunkte geht schon langsam. So, mal gucken, gibt's denn hier noch so schön? Okay, ich glaube, wir machen erstmal die Alraune. Guck, wie schafft die überhaupt, ey? Das wäre immer voll krass. Oh, Bossmucke! Oh, wie scheiße! Informus! Okay, muss ich noch einmal machen, Leute, das schaffe ich. Jetzt bin ich gespannt. Oh. Okay, das geht, aber 15 Schaden macht die Würmchen auch, ne? So, erstmal gucken, was habe ich denn da gescannt? Wo sind deine Schwächen, Kumpel? So, verwundbar durch Vermilius und Incendio. Resistent gegen Flippendo und Verdimilius. Eine junge Alraun, deren Schrei tödlich sein kann. Ich denke, junge Alraun können das nicht. Entscheidet euch doch mal, liebes Spiel. Okay, gut. Vermilius, Uno, Futzem, ja, Batz, 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 Burnsen. Ach, boah, das ist aber nicht viel Schaden. Ja, das geht noch aktuell hier an Schaden, was ich abkriege. Futzem, ja, Batz, 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 Burn. Okay.
Ich muss dringend leveln, das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Sonst gehe ich bald down. Das wäre doch nicht so wirklich cool. Aber epische Kampfmucke, muss man mal so sagen. Futter, burn. Burn, baby, burn. Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, nicht wirklich ein Feuerangriff, aber ich... Für mich ist das immer irgendwie, es sieht so aus, irgendwie. Bam, bam. Tschüssikowski, der erste ist down. Bam, 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 und XP und Geld. Die sieht doch creepy aus. Wie geil. Okay, Leute, wir haben die erste Runde gegrabbelt und naja, gut, ich könnte es noch ein bisschen leveln, aber nein. Wenn dann offscreen, aber so. Oh mein goodness, schon wieder so ein fucking Drecksboss, Leute. Was soll denn das hier? Nein. Nein, don't spam with me. All those damn muckets, pretty epic. So ein Kanickel, oh mein Gott. Kleine Bänge, die Bangs. Und? Oh, ist ja ein süß. Ein Schaden. Wow, that's sweet. Oh, ein Kanickel. Ein ist das letzte Monster, lol. Kaninchen. Verwundbar durch Familius und durch Incendio. Ein wilder Hase lässt sich nicht durch seinen sanftmütiges Aussehen täuschen. Ja, das macht nicht viel Schaden, ne, von daher. Bist du recht lame und ich bring dich einfach um. Batz, 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 burn. Oh, gut schon. Autsch. Autsch. Don't bite me, Charlie, bite my finger. Freeze das. Bam. Okay, das macht wirklich nicht viel Schaden. Au. Charlie, bite my finger again. Don't do this. I will kill you. You rabbit. You can't niggle. So, nächste Runde. Du bist der Nächste. Futzum. Batz, 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 bam. Ich glaube, ich mache den Zauber lieber zweimal, weil jetzt brauche ich bestimmt noch zweimal mindestens Flipendo. Ist ja voll das ist ja Verschwendung von Zeit hier. Futzum. Bam, 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 burn. Yeah, done! So, die geben bestimmt durch viel XP oder Knete oder so. Ja, doch, geht eigentlich, ne? Geht so, ne? Da ist die zweite Aron und die dritte ist anscheinend oben. Wie scheiße! Wie kacke! Ja, meine MP sind schon wieder ziemlich out und ich brauche für die Aron jetzt wieder. Ich glaube, ich nehme gleich noch so ein... Ich glaube, ich kämpfe noch ein bisschen. Wie viel XP bräuchte ich noch bis zum Level Up? Oh, Alter! Die XP-Kurve ist echt übel. Noch 80 XP bis zum nächsten Level. Ah ja, okay, Leute. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Bis dann, ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zuschauen. Ja, und macht's gut. Haut rein. Tschüssikowski und ciao.